Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Und zwar ist gestern ein neues Update für den Lotus-Simulator erschienen, 1EA036, so nennt er sich. Wir sehen das Ganze hier. Am Montag um 13.05 Uhr wurde das Ganze hier veröffentlicht und ja, wir wollen uns das Ganze heute mal kurz mal hier abarbeiten, mal schauen, was hier so Neues drin ist und ihr könnt natürlich danach dann gerne eure Kommentare posten, wenn ihr da Bock drauf habt, ob das was ist für euch oder eher weniger. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ist das mal wieder ein größeres Update. Da ist eine ganze Latte drin und ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, deswegen wollen wir mal gucken, fehlt was auf der Seite? Halt die Klappe. So, Simulation, haben wir ein paar Sachen, Radsätze fehlen nur noch vertikal und verdrehen sich nicht mehr gegenüber der Aufhängung. Außenkamera neigt sich nicht mehr dem Fahrzeug, sondern bleibt stets horizontal. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Dazu müssten wir mal aufrüsten. Ach Quatsch, wie der erste Mensch, ja. Wie der erste Mensch, so. Jetzt habe ich gerade voll mein Dings hier raus, ja. Also jetzt bin ich hier gerade ein bisschen. Ach ja, genau. Das Problem ist, der GT6 aus hier Berlin und der aus München, die ist alles anders. Ja? Das ist ein bisschen crazy. So, jetzt musst du erstmal Klick machen, musst du jetzt erstmal oben ankommen. So, okay. Also wir haben jetzt auf jeden Fall alles und können jetzt erstmal losfahren. So, wenn wir jetzt. So, dann werden wir mal jetzt schleunigst mal hier um die Kurve heizen. Ja, das passt. Es kann aber schon sein, weil die Kamera hat sich sonst immer mitgedreht, meiner Meinung nach. Also sie dreht sich jetzt natürlich auch mit, aber wenn man gerade so im Fahrgastraum saß oder sowas, ne, da hat man es dann doch schon gemerkt, dass die Kamera dann teilweise aus der Straßenbahn rausgerutscht ist. Ja, so ist doch perfekt. So kann man es auf jeden Fall stehen lassen. Das kann sich auf jeden Fall stehen lassen. So, okay. Wir haben aber noch einiges mehr. Und zwar, geht das jetzt wieder? Ja, wow. So, mächtige Teils der User-Fahrzeuge werden in der freien Kartenkameraansicht Erfindung genauso dargestellt wie ein Fahrzeug in der Außenkamera. Bugfixes. Bisher musste in einer GT6-Traktion immer erst der hintere Wagen einmal ausgewählt werden, damit die Außenanzeige korrekt arbeitet. Habe ich so noch nicht getestet, weil ich fahre selten in der Doppeltraktion. So, was haben wir hier noch? Wurden noch ein paar Bugfixes übernommen. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen hier, die neu dazugekommen sind. Content-Tool-Simulation, Routenwechsel und Zielwechsel während der Route nun möglich. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb des des Content Managers eine neue Gruppe dazugekommen. Und zwar ist das hier diese Routenansicht jetzt mittlerweile. Wir hatten ja vorher, war es ja nur auf der Seite gewesen. Und jetzt haben wir hier auf der rechten Seite jetzt noch die Routen, die wir jetzt dementsprechend noch zuweisen können. Also hier ist auf jeden Fall jetzt deutlich mehr Arbeit drin, die man jetzt hier dementsprechend jetzt anpassen kann. Wie gesagt, mit Routen und alles, was finde ich eine ganz interessante Sache auf jeden Fall. Muss man sich aber dann mal bei Zeit mal genauer mal anschauen. Mal gucken, ob wir das jetzt in den nächsten Folgen irgendwie mal so hinbekommen, dass ich euch das mal so komplett mal zeigen kann innerhalb des Programms eventuell, dass wir da einfach mal selbst mal ein paar Routen auf jeden Fall anlegen. In der Basis-FIS-Datei können jetzt auch Routen definiert werden, spezielle Hofdateien können nun erstellt werden, Broadcasts können nun auch durch den ganzen Zug verteilt werden. Hierfür müssen die Kupplungen jeweils gewissermaßen Ports geöffnet werden. So, dann haben wir hier ein paar Prozeduren. Content Tool, den Mesh ist der Listen rechts, können frei gewählte Kategorienbezeichnungen gegeben werden. Ah, okay, mehrere Meshs auswählen. Nacheinander Meshs, okay. So, dann haben wir hier Systemvariable Date Against. Das sind jetzt eher alles jetzt so Content Tool Sachen, Lichteffekt Ring. Wenn eine Animation bearbeitet wurde, wird das Animationsfenster so gerollt, dass die zuletzt bearbeitete Animation auch im sichtbaren Bereich ist. So, dann haben wir noch ein paar Bugfixes. Bei unsichtbaren Modulen verrutscht die
Modulauflistung und die Auflistung der Fahrzeugkonstanten stimmte nicht mehr und Fehlermeldung, die beim Versuch auftrat, ein soeben erstelltes Fahrzeugkonstante wieder zu löschen. Dann gab es ein paar Sachen im Map-Editor. Abbruch des Terrainschneidens von besonderen komplexen Kacheln. Wenn Spline A markiert ist und am Dreieck von Spline B diese bearbeitet möchte, wird nicht mehr Spline A bearbeitet. Okay. Man merkt, ich bin schon lange nicht mehr im Map-Editor gewesen. So, Fehlermeldung eingebaut, wenn versucht wird, einen Gleistyp zu verwenden, welches ein nicht mehr vorhandenes Bauteil verwendet. Okay, das hört sich natürlich auch ganz interessant an. So, und jetzt kommen wir zum neuen Content, der mit dem Update natürlich dazukommt. Und zwar haben wir jetzt einen neuen Content, GT6 Entwerter und Haltewunschsystem inklusive Taster und Anzeige. Wir haben eine Begleiterleuchte jetzt innerhalb des GT6N. IBIS unterstützt jetzt Routenzielwechsel innerhalb der Route und automatischen Wechsel von der alten zur neuen Route gemäß FIS-Datei. Haltestelleninnenanzeige zeigen nun wirklich die Haltestellen an, wechseln beim Öffnen der Türen, aber nun auch die Linienzielmodus. Okay, also da hat man sich auf jeden Fall jetzt schon ein paar Gedanken gemacht. GT6N jetzt mit SIFA-Pedal und Ambient-Occlusion-Texturen im Innenraum. Stangenentwerter und Fahrscheinautomaten an Außengelb angepasst und GT6 ein Bugfix, SIFA verhindert Fahren vom Rückfahrpult. Ja, das ist natürlich klar, ich glaube, hinten gibt es ja keinen SIFA-Taster, oder? Und wir haben noch, solange die Zugbildungsschalter korrekt eingestellt sind, werden die Anzeigen des vorderen Wagens vom hinteren Wagen übernommen. Und dann noch neuen Content, Diorama, Weichen, Grundlagen sinnvoll eingestellt. Gut, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge drin. Und wir werden uns mal jetzt diesen neuen Gimmick jetzt mal hier auf jeden Fall mal uns anschauen. So, jetzt gehe ich mal hier, wechsle mal in meine F4-Taste. Und ja, musste mal ganz kurz mal gucken, weil es war halt noch irgendwas, aber nun gut, wir wollen uns ja aber mal innen drinne uns mal anschauen und angeblich funktioniert der Entwerter und die Stopptaste. Tatsache. Also wir können auf jeden Fall Stopp drücken, aber es passiert nichts. Achso, weil wir dann erstmal die Tür freigeben müssen. So. Und ihr seht, ne, die Türen gehen jetzt halt dementsprechend auf. Wenn ich jetzt hier vorne drauf drücke, zip, ja, dann geht die Tür auf. Müsste eigentlich dann auch automatisch wieder zugehen, oder? Geht die erst zu, wenn ich da irgendwie was drücke? Ich merke bloß gerade, ich habe keinen Ton hier auf meinen. Ich hoffe, dass der Ton mindestens funktioniert hier. So. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, natürlich haben wir gar keinen Ton. Das ist natürlich praktisch. Ach, Mensch. Ja, ich glaube, das wird auch so gehen. Ich kann das nochmal ganz kurz versuchen zu wechseln, dass wir hier vielleicht da noch einen Ton drin haben. Meine ist ja noch nicht so viel. Ich verstehe halt nicht. Es ist alles wieder richtig eingestellt. Einziges, wo es halt nicht eingestellt ist, ist wieder mal eine Tastleiste. Switch mal ganz kurz raus hier, damit ich das hier auch noch schnell anpassen kann. So. Und jetzt sollte der Ton auch da sein. Ha! Das ist ja wundervoll, mindestens etwas, was funktioniert. So. Ja, genau, jetzt haben wir auch Ton. Na, war doch ein bisschen zu ruhig gewesen. Dann dachte ich mir, stimmt da irgendwas nicht. So, und ich habe gesehen, ne, die Türen gehen auch von alleine zu. Ne? Zack, Türen gehen auf. Stopp gedrückt, ja. So funktioniert es halt auch mit dem. Ne? Aber stand da nicht irgendwas mit dem Entwerter? Da war noch irgendwas mit dem Entwerter gewesen, oder? So, funktioniert natürlich alles hier. So, warte mal, da haben wir einen Entwerter gehabt. Nö. Dann war das nicht gewesen. Die Zielzuganzeige soll ja nun funktionieren. Deswegen werden wir mal ganz kurz mal schauen, ob wir hier was drin haben. Ja, ist natürlich, wir haben die normale drin. Wir sind auf der Linie 00300. Nein. Achso, das, ja, spielt eh keine Rolle. Guck mal, jetzt kommt hier nämlich Route.
wären wir praktisch auf der Route 1, Linie 3. Und Ziel wäre jetzt hier 3, ja? Buchenstraße. So, Ostend Buchenstraße. Und das Ganze wird jetzt hier auch angezeigt. Dadurch, dass wir ja nun nicht wirklich jetzt einen Fahrplan haben, also nur eine Route jetzt definiert haben, dürfte das nicht funktionieren. Ich dachte hier, dass sie das vielleicht schon angepasst haben, dass man das hier irgendwie machen kann. Scheint dem nicht so. Ist ja jetzt nicht so dramatisch, weil wir haben eh noch keinen Fahrplan. Also von daher, aber ist das auf jeden Fall schon mal drin, ja. So, jetzt will ich was anderes testen. Ja, sagen wir jetzt mal, wir fahren jetzt hier los, ja. Setzen uns mal hinten rein und dann... Ja, funktioniert wunderbar. Und hier hatte ich nämlich immer das Gefühl gehabt, dass man hier so aus die Straßenbahn rausgedrückt wurde, so in der Kamera halt. Und das ist auf jeden Fall jetzt gelungen. Ja, es ist so hübsch, ja. Es ist so unglaublich hübsch, der Lotto-Simulator ohne Scheiß. Es sieht wirklich edel aus, wenn du denn zum Beispiel hinten drin sitzt und dann so... Das sieht wirklich realistisch halt aus, ja. Und das mag ich... Deswegen ist so Lotus so absolut mein Favorit, ja. So, ja, genau. So, hier haben wir dann noch Abfahrtziel. Aber das ist schön, dass jetzt die Route damit jetzt mit reingekommen ist. Auf jeden Fall wieder, wo man sich wieder mit beschäftigen kann. Wie gesagt, muss man jetzt gucken, wie das Ganze nachher aufgebaut ist. So, wir haben, da unten ist er. Müsste der sein, ne? Das ist doch der SIFA-Schalter, meiner Meinung nach, oder? So, wo war denn jetzt der SIFA-Taster gewesen? Eieieiei, das ist schon... Das war die Tab-Taste, oder? Genau. Die Begleiterleuchte. Die wird wohl nicht gemeint sein, oder? Ach, da. Da. Das ist die Begleiterleuchte. Okay. Okay. Das schaut ja schon mal alles extrem gut aus. So, was hatten wir noch? Ich guck mal ganz kurz nochmal nach. Sieferbilder und Ambient Occlusion Texturen im Innenraum. So, das Problem ist. Der Sitz war aber schon immer da, ja? Ach, schade, die Tür geht nicht auf. Ist nicht so wie bei der Dingsbums von München. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das anders aus. Da merkt man mal, dass ich schon echt den GT6 schon extrem selten fahre. So, ne? So, und sonst, ja, kann ich das doch auch echt sehen lassen. So, was hat man noch? Wetterleuchte, Ibis, Haltestellen, SIFA, Stangen, Entwerter und Fahrschein aus dem Gelb. Entwerter und Halte, Wunschsystem inklusive Taste und Anzeige. Achso. Waren hier vorher keine Entwerter drin? Heieiei. Da muss ich jetzt echt passen, tatsächlich, ja. Weiß ich jetzt gar nicht, waren vorher keine Entwerter drin? Das sind so diese kleinen Details, weißt du, wo ich selbst halt eigentlich nicht so drauf achte. Ticketautomat, ja, ich glaube, der war schon, aber Entwerter, da muss ich passen. Ja, sonst auf jeden Fall sehr interessantes Update. Dafür, dass es auch meiner Meinung nach relativ spontan kam, was ich jetzt sehr interessant fand auf jeden Fall. Ja, sind auf jeden Fall schon einige Sachen dabei.
wie gesagt, wir werden uns das Ganze mit den Routen auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Da werde ich mal gucken, dass ich mir jetzt irgendeine Linie mal zusammenbastel für Straßenbahn Forsthausen oder irgendwie sowas in der eigenen FIS-Datei und da mal gucke, was man damit machen kann. Und ja, dann werden wir dazu dann denke ich mal, auch noch ein Video von zu machen. Sonst die Skriptfunktionen, ja, das sind natürlich so Sachen, da müsste ich mich jetzt leider auch jetzt demnächst mal ransetzen, um meine eigene Straßenbahn irgendwie mal so, ja, fertig zu machen. Müssen wir mal schauen. Und sonst habe ich alles gezeigt, meiner Meinung nach. Begleiterleuchte hatten wir. Genau, Sifa. Und ja, also ich denke mal, Zugbeschilderungsschalter korrekt eingestellt, werden die Anzeige, achso, genau. Also ich denke mal, wir haben soweit alles. Also ihr seht, 036 ist wie gesagt, also am Montag da. Ihr könnt das Ganze, wird automatisch runtergeladen über Steam, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr damit viel Spaß habt, ja, mit den Routen und so. Wir werden es auf jeden Fall, denke ich mal, uns mal antun, anschauen und mal gucken, was hier sonst noch geht hier in dem Lotus-Simulator. So, das Video soll gar nicht so lang werden, ist zwar schon wieder relativ lang, meine Güte, so schnell vergeht die Zeit. Verabschiede ich mich jetzt hier, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart hier bei dem nächsten Update-Video hier. Und sonst, wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ja, wir berichten hier relativ viel über den Lotus-Simulator. Würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns hier demnächst wiedersehen. Vielleicht schon zum nächsten Update-Video oder halt eins von den normalen Let's Plays hier, die wir hier mit dem Lotus-Simulator hier natürlich abdrehen. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!